Moinsen Leute, jetzt ganz Let's Play Blut hier. Wir haben jetzt das Ziegenfutter und wollen die Ziege ein bisschen bestechen. Hier, lass mich mal rein. Carota hat geholfen, Mona war. Und jetzt kommen wir uns in der Hütte der Magier ran ein bisschen umgucken. Überall blinkt und blitzert es. Wir brauchen auf jeden Fall das Hühnerfutter. Hier haben wir ein Rätsel, das können wir noch nicht machen. Wir uns einen Spielstein. Da hockt die fette Ziege drauf, deswegen machen wir später. Wir wollen jetzt erstmal dieses Huhn ablenken mit Hähnchenfutter. Ich theoretisch hätte ich ja da auch so wegscharen können. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein kleines Chicken. Das kann nicht so wegtreten wie ein Fußball, das ist kein Problem. Egal, jetzt kommen wir mal wieder hier in den Garten. Es ist richtig Peter-freundlich, dieser Spiel. Ne? Die wissen schon, lass die Olle das bloß nicht machen. So, wir haben eine Schüssel, wir haben Farn. Wir lassen nochmal gleich einen Farn. Wir sammeln die ganzen komischen Pixie-Blätter ein, denn die brauchen wir für die Tinktur, um den guten Mann, der bewusstlos da vor sich hinschimmelt, quasi wieder frisch zu machen. Also brauchen wir den ganzen Scheiß. Wir brauchen dann auch diesen Zettel. Der Händler sagte, dass der Kristall perfekt zu meinen Augen passt. Er stimmt zu, mir den Kristall zu einem sehr moderaten Preis zu verkaufen. Er kennt wohl dessen wahren Wert nicht. Der Name des Kristalls heißt übersetzt blaue Träne. Ich hoffe, der Familienjuwel unserer Familie kann bestätigen, dass es ein Juwel ist. Yeah, das haben wir auch erstmal eine fette Schneide. Die können wir gut gebrauchen. Dann muss ich später was machen. Die Dialoge kannst du jetzt nicht sagen, aber die Schriftstücke. Ich mag dieses Doppelgemoppel nicht. Der Familienjuwelier unserer Familie. Das sagt ist aus, ne? Entweder lässt du das Familien weg und hast nur der Juwelier unserer Familie. Ach scheiße, die Hörner haben einen Blick auf ihren Garten werfen lassen. Ich habe nur ungewöhnliche Pflanzen, Säurepflanzen. Wir haben heute den Markt im Nachbardorf besucht, der Ort, an dem alle Menschen aus dem Mittag und Dörfern zusammenkommen. Schon wieder so eine Scheiße. Ich bin noch immer beim Schmuckhersteller des Ortes vorbeigegangen und konnte meine Augen kaum trauen. Noch nie zuvor habe ich einen so schönen blauen Kristall gesehen. Ja, YOLO. Ich weiß nicht, tut das zur Not? Ich meine, wir könnten ja wirklich. Ach, warum geht. Ach, genau, da muss alles in diesem scheiß kleinen Töpfchen rein. Wir haben unten noch das Spinnenzauber. Als der Magier des Ortes mal ein Wunder von Kristall sah, wurde er sehr wütend, dass ich ihn gekauft hatte. Der Magier erzählte mir, dass in einem Kristall der Böse gefangen sei, der spüre großes Verderben in der Zukunft. Ja, ganz ehrlich, da ist auch so ein Knackpunkt drin, mal davon abgesehen, dass die Schriftstücke nicht so schön verfasst sind, meiner Meinung nach. Wieso zum Fick? Banne ich eine jahrhundertalte Kreatur, die ein schlechtes Schicksal über die Welt bringt, in einen Kristall und verkaufe ihn. Wenn jetzt da einer ankommt und sagt, ey, das Schmuckstück, was du gerade erworben hast, das ist krass verflucht, gib es mir lieber, sonst passiert was Böses, dann würde ich auch lachen und sagen, lieber verrecke ich. Nee, also dann bewahrt man als Priester oder Weiser des Dorfes dieses Scheißding doch selber auf und hat das nicht bei irgendeinem Juwelier rumliegen und sagt mal, ja, Kollege, verkauf mal, ne? Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach Bullshit so. Und wie jetzt machen, wir bauen uns noch eine fette dicke Angel, denn wir müssen ein Fischli uns besorgen. Das ist auch so geil, sobald ich da den Haken dran mache, kann ich das Ding abbrechen. Das geht. Auf einmal haben wir keinen Papierarmer mehr. Dieses Fischli ist so ein Wunder der Natur, wie hier einige Sachen. Also Halsketten, die das Atmen ermöglichen. Säurepflanzen, Stinkedinger, Elektrofische. Das Vieh würde sich eigentlich selber fett abschlachten, wenn es einen Elektroschock loslässt. Was ist in Ordnung? Wir haben es abgelenkt. Damit kann ich noch nichts machen, da brauche ich was anderes für, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir können schon mal zur Giraffe, wir bräuchten die Pitaya, bekommen sie aber erst, wenn wir die ein bisschen frischen zum Trinken anbieten. Jetzt haben wir die Drachenfrucht, hier nennt man die ja so. Einen Schlüssel machen wir auch mal auf und kommen an die olle Farbkiste und können jetzt erstmal richtig fett was raus aus seinen Neckern. Die Maske hat offen, Öffnung, Kinn, früher wohl ein Bart, ja, dann muss ich hier diese ganzen komischen Flundel-Dings, die da dran packen, die auch voll bartmäßig aussehen. Das hat so eine krasse Maske. Im Prinzip brauchst du einfach ein bisschen rumdoktoren, ein paar Sachen zur Seite schieben und dann hast du es schon, finde einfach, weißt du, ein normaler Mensch wird die ganze Scheiße aus einfach umkippen und gut ist. Oder man würde es halt anders sortieren, weil man eh tagtäglich mit Masken zu tun hat und die gepinselt, dann braucht man die jetzt auch nicht die Chasse hier ganz nach unten packen. So, das sieht jetzt schon mal aus unserem Inventar raus, da kommen wir später nochmal zu. Aber was wir jetzt erstmal machen müssen, wir machen den Zaubertrunk fertig.
Ach ja, jetzt ist die scheiß Ziege weg, jetzt können wir auch das Kästchen öffnen, haben so ein krasses Schieberätsel. Ein gutes Schieberätsel, beziehungsweise mehr ein Steckrätsel. Schieberätsel sind Kacke. Ich hasse Schieberätsel. So, das erste, was wir jetzt machen, ist, da oben links haben wir schon den Anfang. Jetzt überlege ich gerade, welches Muster da am besten passen würde. Und hab einen Schluck getrunken. Das tut gut. Das sollte jetzt eigentlich oben so gehen. Jetzt müssen wir einfach nur zusammenstecken. Echsenpoppes kommt dahin. Dann haben wir da unten Kranich. Kranich Fuß nach unten. Echsenpoppes wieder hoch. Und Kamel. Ende mit dem Kamel. Das ist das da. Wunderbar. Erste Reihe ist fertig. Los geht's. Wir brauchen einen Löwen. Und haben da diese Homunculus-Statue mit diesen komischen Käsefüßen da. Dann hätten wir hier den Elephant Club, nicht unbedingt, aber ja, den Elefanten und hätten hier... Habe ich was falsch gemacht? Hier habe ich definitiv was falsch gemacht, das muss ich nochmal genau gucken. Wo habe ich geschlampt? Genau beim oben, beim ersten direkt. So, wunderbar, nochmal Käsefüße. So, hier haben wir... Ich finde es auch interessant, also der Magier folgt mir überall hin, er wiederholt immer seinen Unsinn über das Böse und das Teil, er plappert immer etwas von einem bösen Magier, denn nachdem er seine menschliche Gruppe verloren hatte, immer wieder nach anderen Witzkörper suchen muss, um unter uns zu leben. Ja, juckt mich nicht. Perfekt, schwamm mit einem komisches Pulver, was wir nicht kennen, das macht Sinn. Ja. Außer mir, ja, ich weiß nicht über Magier, aber unser Magier scheint viel über Diamanten zu wissen. Er wird Zeit, diese Stadt zu verlassen. Zum Glück konnte ich ein paar Führer aus dem benachbarten Dorf anheilen. Wir werden uns morgen bei der Morgen hauen. Ja, okay, gut. Hauen wir ab. Erdnüsse brauchen wir auch. Fürs Erdmännchen. Naja, ist aber, wir machen jetzt erstmal die Medizin. Das heißt, wir klappen das da dran. Wir rüsten mal Messer, schlitzen die Scheiße auf, machen geilen Pitaya-Saft. Nehmen mal so eine fette Kelle und dann mischen wir den ganzen Mist da zusammen. Weißt du? Wir durchstöbern hier irgendwelche Häuser in diesem kleinen Kaff, aber hier ist mal irgendwie gar kein anderer Mensch. Wir haben einen bekifften Propheten da sitzen, der mir einen vom Leben jodelt, sag ich mal so, mit seinen komischen Masken. Und dann hast du da einen vergifteten, total ausgenockten Maskenmenschen, der sich wahrscheinlich sehr wohl in Termina gefühlt hätte. Das kann ich noch gar nicht machen, oder? Nee, egal. Immerhin hat die Wunde aufgehört zu bluten. Scheiße, oh Gott, die kann ich erst später machen. Die Kacke, wir gehen jetzt erstmal in die Savanne. Moin, Erdmännchen. Achso, das muss ich da hinten hin machen. Dann Schild es. Wir werden losgehen, solange es noch dunkel ist. Letzte Nacht hat man den Meistermasken halb tot beim Eingang seiner heiligen Höhle gefunden. Er hatte eine kleine Wunde an seiner Hand, die gerade daran sagte, dass er von einer giftigen Spinne gebissen worden sei. Und genau das ist jetzt passiert. Der Magier sei mich vorhin uns voran. Ich realisierte, dass er mich mit dem blauen Trainer schuld vor. Ah, ja klar, ich vermute, dass der Magier kurz davor steht zu handeln. Er wird mich das Dorf nicht mit der blauen Trainer verlassen. Eventuell müssen wir fliehen. Ja, haust ihn einfach um. Ja, Junge, ich wollte erst den Stab aufnehmen, aber ich kann doch das ganze Gras da dran basteln. Jetzt kommen, das müsste alles gewesen sein, oder nicht? Da ist ein Staubwedel. Jetzt gehe ich in die Höhle und tunk das in die Stinkefrucht. Das ist die da. Tunk es rein. Splish, splish. Ach, schön, eklig. Und herunter. Und jetzt können wir nämlich hier hingehen. Oh. Nee, Entschuldigung. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, wa? Ich wollte den Ast damit eigentlich einstreichen, weil ich muss dann an anderer Stelle den Scheiß verteilen. So, da oben einmal alles anliefen. Jetzt kann ich das Ding da abholzen. Wunderbar, meins. Damit gehe ich in die Höhle und das ist auch total logisch. Ich habe noch nie eine Maske hergestellt oder mich irgendwie handwerklich mit Holz arrangiert. Ich kenne die Werkzeuge nicht, aber ich mache das einfach mal, ne? Könnte ja nicht so schwer sein. Jemand, der da jahrelang Übung hat, den stelle ich ja mal eben. Innerhalb von ein paar Minuten so richtig krass in Schatten. So, also jetzt haben wir schon mal die Grundzüge gemacht. Jetzt wollen wir das ein bisschen verfeinern. Genau, wir machen es ein bisschen kleiner. Ja, ein bisschen abrunden. Schön, wir haben kein Schleifpapier, das passt schon. Und jetzt wollen wir ein paar Details reinhauen. So. Wunderbar. Ja, das sieht doch das Original. Ja, perfekt. Also, Berufung. Es gibt nichts, was wir nicht können. Aber was machen wir jetzt mit der Maske? Wir pinseln die Scheiße an. So, ciao, Savannah. Ich habe hier nichts mehr verloren. So, wie gut, dass ich Kunst studiere. Dementsprechend sollte ich das wohl hinkriegen, hier meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Leider nein, ich muss der Schablone folgen und vor allem der Farbauswahl. Das heißt, die Kacke wird dir gelb. Ne? Wir haben ja die alte Hälfte da links liegen.
Muss ja auch 1:1 so sein, sonst funktioniert das nicht, ne? Beautiful, 10 out of 10. Das Kinn, das machen wir mal blau und müssen dann mal eben gleich freihändig einfach mal so einen Strich machen. Das finde ich auch so behindig genau, dass ich nicht alles komplett freihändig machen kann. Ich muss es schon so eingerahmt haben. Jetzt, naja, werden wir ein bisschen kleckern, aber das ist ja nicht so schlimm, ist ja noch kein Meister von Himmel gefallen. Mit viel Mühe könnte man jetzt die Schmierereien retten, aber ich denke mir, so muss nicht sein, tut nicht Not. So, das machen wir blau. Das machen wir auch im Ballau. So, wunderbar. Gut, dass er da die Farbe so offen stehen hat und dass sie nicht wegtrocknet. Das ist echt gute, magische Farbe. Man, bei Aquarell ist es ja nicht schlimm, aber bei Gouache oder Acryl ist es tödlich. Auch bei Ölfarbe ist es nicht so gesund, wobei Ölfarbe braucht wirklich lange, bis sie trocknet. Das kann ich dir versprechen. Nee, das ist es nicht. Das ist dann eher da, genau. Machen wir mal alles rot und auch wieder freihändig. Machen wir mal diesen geilen gelben Schattrich. Wie er im Buche steht. Ich meine, die kleinen Mini-Klecks, die jucken keiner. Wow, das pinseln wir auch wieder hier in Rot an. Und wer ein gutes Auge hat, der sieht schon, dass da unten ein Stück fehlt. Aber das auch kann man nicht freihändig nachpinseln. So. Jetzt fehlen natürlich. Ja, es geht nicht. Ein paar Stücke, das heißt, wir müssen das erstmal. Nein. Okay, doch, das mache ich noch ein bisschen gelb. Und dann, ja, hier noch ein bisschen blau in der Ecke. Achso, ich wollte, ja gut, passt schon. Scheiß drauf, dass wir die letzten 14 nicht ausgemalt haben. Wird uns da nicht umbringen. Ach, jetzt muss ich wieder lesen, ey. Ich muss mir meine Brille immer besorgen. Ich weiß gar nicht, wo ich die schon wieder hingelegt habe. Irgendeine Tasche habe ich sie. Ja komm, Kifferle, hau raus, hau deinen Hokuspokus. Boah, der Stoff, der durch die Nase zieht, ne? Wir befürchten, dass du. Oh Gott, nervös, aber du warst klug genug, um eine neue Maske zu machen. Nimm mal ein Stück Tuch und. Ja, hier, genau. Jetzt haben wir so ein komisches Brennsymbol. Pack das da drauf. Jetzt haben wir nämlich. Das wollte ich nämlich eben machen. Das Tuch auf diesen Handrücken packen. Bei der Maske muss man sich ja gut halten. Ich würde dir eine unnötig volle Maske schenken. Ja, die schiebe ich mir richtig kaputt in den Arsch. Dieses ganze Tutorial ist, ich finde das bullshittig, aber okay, gut. So, ich klatsche da drauf. Ich nehme dieses magische Aloe Vera Pulver zwischen Kokain und erstmal direkt in die Blutbahn reinhauen. So, Ketchum, und auf einmal erwacht es. Wow, der Kranke ist immer noch zu schwach, um aufzustehen, aber er ist wieder zu sich gekommen. Ich fände das voll creepy. Und dann holt er einfach so aus der Bettkante eine scheiß Maske, die ich mal locker flockig hätte selber rausziehen können. Ja, ich meine ganz ehrlich, mit dieser komischen Tantra-Magie hier hätte der locker uns viel eher hier reinholen können, sodass wir unserer Verwandten gegenüberstehen und eiskalt sagen, ja hier, die Trainer bin ich. Finde ich auch geil, jetzt muss ich meinen Namen auf dieses Blatt Papier schreiben und habe damit einen Vertrag mit dem Teufel abgeschlossen. Das war ziemlich schau. Jessica Lorraine. Und schon bin ich in der realen Welt angekommen, oder wohl eher zurück angekommen. Und kann mir hier diesen ganzen Spaß geben, von wegen, bin wieder da. Und der labert wieder so ein Scheiß, Mann. So, jetzt könnten wir theoretisch uns ein bisschen umgucken, finden hier schon mal ein paar Scheißdinger. Wir könnten uns auch das Dach da angucken und den Vorgarten, aber ich würde sagen, ich mache einfach Schluss. Hier ist noch ein Bild von einem hässlichen Mädchen, das am Weinen ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch viel Spaß und Way!